Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatotto, beim Clan True Warriors. Ja, ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut rumbekommen und wart auch so gespannt auf die Auflösung der Clan-Spiele, die ja auch bei uns beendet wurden. Aber erstmal finde ich immer jetzt komischerweise meine Base hier so vor. Die muss ich erstmal reparieren, denn ich bin ein bisschen zu hoch in der Liga und muss auch ganz kurz einmal ins Nachtdorf gehen. Hier habe ich nämlich auch so ein bisschen was gemacht, wenn auch nicht viel. Hier habe ich mir erstmal die Lager hochgeklopft. Denn alle Sachen werden jetzt etwas teurer und die Elex-Lager habe ich jetzt schon auf Max-Level, denn ich denke mal, die Hexen auf 14 wären auf jeden Fall mehr als 2,5 kosten und 2,6 ging hier oben nur rein. Also habe ich mir erstmal die Lager hier hochgeklopft und wir wollen aber zu den Clan-Spielen einmal rübergehen, eben mal die Minen und Sammler leeren. Die sind immer noch im Boost, das ist echt krass. Und ihr seht das hier, irgendwie habe ich das Gefühl, trotz des Tagesboostes, wo man ja immer so ein paar Gems verhaut, hat man irgendwie mehr Games. Es ist ganz, ganz komisch. Aber wir gehen hier jetzt mal rein, mal sehen, welche Bücher ich mir hier ausgewählt habe, beziehungsweise welche ich nehmen werde. Also was ich eigentlich gut fände, muss ich sagen, wäre nochmal so eine Staffelung hier in den Scores. Denn ihr seht das hier, ich habe auch nicht wirklich viel mitgearbeitet. 630, das ist hier relativ guter Schnitt, muss ich sagen. Aber ich fände es vielleicht viel besser. Deswegen habe ich auch heute mal die Maus drin. Ihr seht meine Maus hier. Ganz, ganz klein und schwarz. Wenn es hier im Tier 1 oder Tier 1 mit den 10 Gems, 360.000 Elex und Gold, wenn man die, sage ich mal, erst räumen dürfte, wenn man mindestens 250 Punkte gemacht hat. Dann die nächste Staffelung 500 Punkte, 750 Punkte für Tier 3, 1000 Punkte für Tier 4, 1250 Punkte für Tier 5. Und wer 1500 und mehr hat, der wäre berechtigt, auch das letzte Buch hier zu nehmen. Aber es ist leider nicht so. Das heißt also, der auch hier unten beim Score nur 40 stehen hat, ist berechtigt, hier etwas zu nehmen. Und ich nehme mir jetzt in jedem Fall mal was. Und zwar nehme ich mir hier erstmal die Gems, denn die Ressourcen kann ich selber nachfahren. Auch hier nehme ich mir die Gems. Hier nehme ich mir von den Büchern, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, Max-Truppe ist sicherlich nicht schlecht, habe ich aber noch zwei von. Deswegen nehme ich mir lieber hier das Boost-Buch. Das müsste das sein. Ja, das ist das Boost-Buch. Dann nehmen wir uns hier, ja, die 900.000 sind schon nett. Ich glaube, die nehme ich mir hier trotzdem nicht mit, denn ich kann sie erfarmen. Erfarmen ist mir immer lieber, als irgendwas zu nehmen. Dunkles brauche ich sowieso nicht, da ist der Pott voll. Und jetzt kommen wir hier hinten zu den Büchern. Hier habe ich mir ausgeguckt, hier kann ich ja jeglichen Held, also einen Held, den ich im Ausbau habe, sofort fertig machen. Das nehme ich nicht, weil ich im Moment keinen Helden fertig habe. Ich werde mir dieses Buch hier nehmen, denn ich werde euch auch gleich erklären, warum. Das letzte Buch hier ist natürlich auch super. Instant Ongoing Troop Update. Also im Moment habe ich zwar ein Truppen-Update, das läuft aber nur noch einen Tag. Und hier im letzten Tier nehme ich dieses hier für ein Gebäude zum Fertigstellen. Also ich denke mal, das können wir so machen. Das hauen wir erstmal in die Clan Castle rein. Und dann sehen wir hier jetzt auch ein Result. Also richtig schön, richtig hübsch animiert hier, muss ich sagen. Und die Clan-Spiele sind damit vorbei. Und jetzt gucken wir einmal hier in unsere Clan-Book rein. Hier haben wir also den Hammer. Hier haben wir den Zauber und hier hinten, ja, da fühlt es sich jetzt schon ganz, ganz, ganz seichte. Warum habe ich eigentlich jetzt diesen hier genommen? Das will ich euch sagen. Also wenn man die übrigens verkauft, man bekommt 50 Gems dafür. Also wer das letzte Item nicht braucht, diesen Hammer hier, weil er schon maxed out ist, der nimmt vielleicht lieber die 100 Gems, denn man bekommt nur 50, wenn man es verkauft. Ja, das will ich euch sagen. Mein Golem läuft jetzt noch einen Tag und 12 Stunden. Und ich habe festgestellt, dass ich immer nur jetzt als Rathaus 11er ja einen vollen Zauber mit in die Clanbook nehme. Das heißt also, ich habe immer nur meinen 4er Gift. Und ich habe vor, den Gift zu leveln und sofort fertigzustellen. Das müssten so um die 1400 Gems circa sein, die mir das Ganze kosten würde, wenn ich ihn gemmen würde. Und dafür setze ich das Buch ein. Ich denke, da seid ihr mir d'accord mit, was ich danach dann machen werde. Das weiß ich noch nicht. So ein bisschen fühle ich mich im Moment genötigt, die Riesen zu machen. Warum, will ich euch sagen. Oder vielleicht auch den Heiler. Ich weiß es noch nicht genau. Riesenheiler, also erste Elex-Truppe hier auch
bei mir im Labor, aber ich denke mal, erstmal stellen wir jetzt so ein bisschen unsere Defense um hier, beziehungsweise ich habe ja aufgrund, dass die Lager hier dazu kamen und ihr seht das, ich habe alle vier Bauarbeiter hier, seht ihr das eigentlich am besten, Army Camp, alle vier Bauarbeiter in den Army Camps und wir wollen heute das Army Camp geben, was am längsten läuft, also das mit 12 Tagen, das ist dieses hier. Und hier seht ihr, was ich jetzt sparen würde. Mit Finish Now mache ich dieses Lager sofort fertig und habe natürlich sofort einen Bauarbeiter. Den kann ich nicht weiter beschäftigen, denn ich muss hier noch den Magierturm weitermachen. Das ist ja noch eine Defense, die habe ich dazu bekommen. Der Bogenschützenturm läuft immerhin schon weiter und die Kanone muss ich auch noch weitermachen. Der ist auch schon mal auf 3. Also ihr seht, Fortschritt ist da gewesen, auch über die heiligen Tage hier. Aber ich denke mal, wir hauen uns erstmal dieses Lager hier fertig. 1099 EP gab es dazu, 245 Truppen. Super Sache. Was ich nicht so super finde, muss ich sagen, ist die Farbe dieser Lager hier. Dieses Rosé hier. Ist zwar lieblich, aber wir haben natürlich jetzt reichlich zu tun hier. Oh, da habe ich gerade die Platte verschoben. Wir haben reichlich zu tun. Und bevor ich aber anfange, jetzt hartes Farmen. Also ich muss jetzt noch einen Tag und 12 Stunden hier irgendwie mein Dunkles aufbewahren. Das kriege ich irgendwie rum, denn ich farme dann einfach mit dunklen Truppen. Guck einfach mal in den Clan rein, was sich hier getan hat. Ihr seht hier unser Lok. Wir haben hier gegen den Clan Scharnhorst. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Wollte ich eigentlich noch aus dem Livestream was zeigen. Allerdings habe ich nicht live gestreamt. Hatte einfach den Hintergrund, dass ich verhindert war. In welcher Form auch immer. Und den letzten haben wir leider wieder knapp verloren. Also hauen wir hier, denke ich mal, rein ins Gefarm. Ich suche schon mal einen Gegner und dann hole ich mir auch gleich mal einen Kaffee hoch. Bis gleich. Donnerwetter, ich muss jetzt wirklich echt lange suchen hier. Denn ich bin im Moment viel zu hoch in der Liga. Und deswegen nehme ich mir erstmal den und ich glaube, ich muss ein bisschen droppen. Es ist zwar nicht so meine Art mehr zu droppen, sondern ich verliere eigentlich lieber so ein bisschen einfach so die Pokies, als wenn ich dann droppe. Und wir machen uns hier schon mal so ein kleines Loch auf. Dass wir hier unter Umständen gleich so ein bisschen mit unseren Riesen so ein bisschen durchgehen können. Und auch hier oben. So, 2 Riesen gesetzt, 2 Mauerbrecher hier hin. Und dann nehmen wir mal so ein paar Kobis. Ich habe ja jetzt 5 Truppen mehr, also das ist echt schon nicht schlecht. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so genommen habt von den Clan-Spielen. Ob ihr ein Buch genommen habt, also ein Heldenbuch. Ja, hätte ich auch nehmen können, gar keine Frage. Nur im Moment habe ich keinen Held im Ausbau. Und der Held hätte mich nur 999 Gems zum Gemmen. Also würde ich einen Held gemmen, würde er nur knapp 1000 Gold kosten. Und das Lager habt ihr jetzt gesehen, über 1600 gespart. So, jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier noch an die Ressourcen rankomme. Viel ist es ja nicht mehr. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Dann ziehen wir die hier mal mit rein. Müssen wir mal gerade gucken. Wir brauchen ja Dunkles, brauchen wir jetzt nicht. Und im Moment habe ich auch noch Zauber in Ausbildung. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich. So, das haben wir schon mal bekommen. Wo ist denn hier noch ein Lager? Ah, da. Hier sind noch Lager. Dann gehen wir auch hier mit 2 Mauerbrechern rein. Wo laufen denn die Mauerbrecher hin? Naja, egal. Egal, die sind jetzt echt komisch gelaufen. Habt ihr gesehen? Ich meine, die hatten genau eine Mauer vor sich. Und nehmen die trotzdem nicht. So, jetzt haben wir noch 104.000. Wo ist denn das Zeug eigentlich? Ah, okay, das wird wahrscheinlich in den Sammlern stecken. Und ja, ich denke mal, wir sparen uns die Truppe hier. Das spare ich mir mal. Hier haben wir so ein bisschen reingefahren. Ist in Ordnung. Und ja, mal sehen, ob ich jetzt droppe oder noch nicht droppe. Was euch vielleicht aufgefallen ist, die Clanspiele sind ja vorbei. Und die Karre ist erstmal weg. Finde ich echt auch sehr, sehr gut, dass das so animiert ist, denn sie sind ja erstmal weg und sie kommen ja erstmal auch, ich denke mal, dieses Jahr nicht wieder. Es gibt jetzt noch den Boost, 21 Stunden mit dem 1 Gem Boost. Mr. Nice Guy habe ich auch schon mal genommen, zumindest bei meinen anderen Dörfern. Den Santa Spell nehme ich im Moment nicht, der kostet mir ein bisschen viel Elex und wo ich mich natürlich echt wieder drauf freue, ist das Riesenskelett. Also machen wir einfach ein bisschen weiter. Ich farme mit euch einfach heute mal ein bisschen und allerdings dauert die Suche ja ein bisschen. Ist hoffentlich nicht so schlimm für euch. So sehen wir ein bisschen was und so hören wir ein bisschen was voneinander. So, hier haben wir den nächsten. Ich denke mal, den können wir ruhig mitnehmen, auch wenn er aktiv ist. Ich will mal gerade checken, wie aktiv er ist, ob ihr Clanbuch hat. Denn die Sammler hier sind ja relativ voll. Und deswegen denke ich mal, können wir den hier ruhig mal so ein bisschen mitnehmen. Ihr seht das hier.
So ein bisschen hat er natürlich auch in den Sammler dort. Ach, die kriegen die Wand nicht ganz auf. Okay. Da müssen wir mal schauen. Da machen wir erstmal auf dieser Seite hier weiter. Ich setz mal immer nur so einen Riesen hier. Ja, ich weiß noch nicht, wie gesagt, was ich jetzt als nächstes weitermache. Ob es die Riesen sind, ob es die Heiler sind. Ich kann mich dazu hinreißen lassen, die Heiler zu nehmen, denn die brauche ich ja doch sehr, sehr häufig. Und außerdem ist ja auch die ein oder andere Truppe bzw. Taktik wieder dazu gekommen. So muss man es ja eigentlich sagen. Sag mal, kriege ich hier keinen Mauerbrecher durch? Gibt's doch gar nicht. Endlich. Okay, jetzt habe ich hier einen Mauerbrecher durch. Die können hier ruhig so reingehen. Ich denke mal, ja, da ist noch ein bisschen Schaden, aber die werden mir auf jeden Fall das Lager hier mitnehmen. Ja, machen sie auch. Den Sammler hier haben wir fast leer. Ja, so super viel haben wir jetzt gar nicht geholt. Hier, da hinten ist noch ein Lager drin. Okay, was brauchen wir denn vermehrt? Eigentlich brauchen wir vermehrt Gold. Deswegen setzen wir die hier mal rein. Und ich nehme mal jetzt meine Magier hier mit hin. Ja, den einen Mauerbrecher. Aber ich habe ja auch einen Sprung. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir einfach mal einen Sprung hier. Wir nehmen einfach mal den Sprung hier mit rein. So, dann können die hier auf jeden Fall reingehen. Jetzt schießt der Adler schon auch nicht schlecht. Aber ich wollte unbedingt jetzt dieses Lager wenigstens mitnehmen. So, das haben wir. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir natürlich keine Riesen mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir haben ja noch unsere Helden hier. Die können auch noch ein bisschen was machen. Und dann zünden wir hier jetzt schon mal unsere Helden. Nehmen noch mal so ein bisschen die Kobolde mit dazu. Und ich denke mal, das war's auch. Das geben wir in jedem Fall auf. Mal sehen, was wir jetzt geholt haben. Ja, das ist ja für uns absolut in Ordnung. Ich habe jetzt eine etwas andere Farmarmee hier aufgebaut. Mit, mit den Spells hier. Ich habe jetzt die Spells mal genommen. Und jetzt rücken die natürlich nicht nach. So, hier habe ich einen verbraten. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ihr solltet eure Quick Trains hier so ein bisschen überarbeiten, denn hier geht ja jetzt zumindest bei mir jetzt überall mal so ein bisschen mehr rein. Hier nehmen wir mal 5 Bogenschützen mehr rein. So. Und Farm teuer, bam. Und die Funny Army hatte ich schon verändert. Ah ne, die hatte ich auch noch nicht verändert. Dann geht hier jetzt der Riesen mit rein. So, da haben wir überall 245. Und ich suche noch mal ein bisschen. Also ihr seht das hier. Ich muss leider so ein bisschen so droppen. Aber ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Alle guten Dinge sind natürlich bei Toto immer 3. Der ist ja mal nett. Der ist ja mal nett und schön, die Lager alle draußen. Also perfekt hier für unsere Meute. Wunderbar. Ja, es hat wieder gedauert, bis ich einen Gegner gefunden habe. Okay, hier haben wir ein Lager drinnen. Im Moment kann ich ja einfach, eigentlich kann ich alles gebrauchen zurzeit. Da kommen wieder meine Mauerbrecher nicht durch. Ich setze sie aber auch dösig. Okay, da gehen wir gleich nochmal rein. Erstmal das mitnehmen, was wir hier außen haben. Und dann setzen wir die mal von da. Dann kriegen doch ein bisschen Beschuss. Von dem Magerturm ist aber nicht so schlimm. Und dann nehmen wir hier noch einen rein. 1, 2, 1, 2. Oh, hier waren es ein bisschen wenig. Ah, die Wardenstatue schießt da auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier hinten nochmal 3 Lager. Da setzen wir mal einfach 2. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich sehe, kommen wir da vielleicht mal rein mit 2 Mauerbrechern. Gut, die machen da immerhin schon mal auf. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die haben wir mal ganz gut verpeilt oder gepeilt. So, die können dann auch, denke ich mal, nach wie vor hier reingehen. Da haben wir keinen Magierturm. Okay, dann holen die schon mal die beiden Lager. Oh, was ist jetzt passiert? Okay. Meine Maus ist gerade runtergefallen. Und wieso haben wir die Lager hier oben noch nicht? 1, 2, 1, 2. Ah, okay, die waren fast weg. So, dann haben wir hier unten noch ein Elex. Und das Gold wird er... Wo hat er denn das Gold? Wahrscheinlich in den Lagern. Dann ziehen wir die mal ganz rein hier. So. Nehmen wir hier ruhig mal die Magier mit rein. Ich meine, ich baue sie ja. Und jetzt habe ich hier natürlich... Na, kommen die da hinten durch? Ah, die kommen auch nicht ganz durch. Na, egal. Ihr könnt mich mal. Ich nehme jetzt den Sprung. So, dafür habe ich den Sprung ja auch da.
dann können wir den auch ruhig mal nehmen. Und dann sollen die eigentlich das Lager noch anpeilen. Ja, da kommt der King und die Kanonen kommen da natürlich nicht hinterher, wenn die Kobolde hier loslegen. Und 136. Ich habe irgendwie das Gefühl, den lassen wir mal. Den lassen wir mal so, wie er ist. Da haben wir ein paar Pokés gedroppt. Ja, sieht aber ganz gut aus aktuell. Also auch wieder eine gute halbe Mille von jedem. Und sieht in jedem Fall ganz gut aus. Aber keine Folge, ohne dass wir nicht wenigstens einen Clankriegsangriff hier gesehen haben. Und bevor dieser Clankrieg ausläuft, denn heute Abend kann ich den nicht mehr aufnehmen. Deswegen muss ich euch mindestens einen Angriff hiervon zeigen. Und zwar von Norman. Norman hat hier den Heilsbringer, hätte ich mal fast gespielt, denn seine beiden Angriffe waren wirklich, wirklich gut und haben uns letztendlich hier den Sieg gebracht. Und ich denke mal, den zweiten hier von Norman, den tun wir uns in jedem Fall einmal an hier und gucken uns den mal ein bisschen genauer ruhig an. Ja, ich kann es einfach nicht lassen. Ich muss euch auch ein bisschen CK zeigen, denn nur so rumgefarmen ist ja nicht so wirklich mein Channel-Ding. Gehört aber mit zum Clash of Clans-Leben dazu. Und ich hoffe, das gefällt euch trotzdem, dass wir wieder ein bisschen was, dass wir ein bisschen diskutieren können vor allen Dingen. Also wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den Büchern gehalten habt. Was könnte ich als nächstes forschen? Riesen, Heiler, Miner. Ich tendiere im Moment ein bisschen zu den Heilern hin, denn ihr seht das hier auch, der Norm hat die Heiler schon auf 5, klar. Denn die sind wirklich stark und man kann sie für etliche Truppenkombinationen ja nutzen. Also nicht nur für einen Queen Walk, sondern auch für Bowler und Heiler oder Queen Walk mit Bowlern, Hexen etc. Also die sind wirklich super universal einzusetzen, die Heiler. Ich habe auch schon wieder so ganz wilde Angriffe gesehen, wo nämlich Hawks geheilt werden. Ja, auch das ist natürlich eine coole Truppenkombi. Werde ich euch sicherlich auch zeigen können, denn ich werde auch ein bisschen was mit dunklen Truppen ausprobieren. Vor allen Dingen mit Hawkridern, Minern auf 3, weiß ich nicht, im RH11-Bereich, vielleicht für den RH10, mal sehen, aber so ein bisschen mit Heilzauber und mit Hawkridern oder Minern werde ich sicherlich auch ein bisschen was bringen. So eine alte Taktik kommt auch wieder, habe ich gesehen. Bei uns wird hier ganz schwer im Rathaus-11-Bereich Heiler, Riesen, Hawkrider und Bowler geübt. Also das ist eine ganz krasse Kombi wieder geworden. Ihr kennt sie sicherlich noch aus dem RH9-Bereich. Kann man jetzt im RH11-Bereich gut benutzen. Ich glaube, der Hocke übt damit im Moment wie so ein Irrer und macht auch echt Laune, so eine Army. Und das lockert das Ganze natürlich wieder so ein bisschen in Clash of Clans aus. Das heißt also, Truppenkombinationen auch im Rathaus Level 11-Bereich sind nicht nur noch Hexenbowler, wie wir hier so ein bisschen sehen, sondern man kann auch mal andere Truppen nutzen, je nachdem, wie die Inferno stehen. Und da ja jetzt zumindest alles heilbar ist, was an Defense-Feuer rauskommt, also auch die Infernos, ja, liegt es einfach mal nahe, mal wieder Truppen zu nutzen, die so ein bisschen abhängig vom Heilzauber sind. Und das sind nun mal die Hawkrider. Ich hoffe, die Folge hier mit dem abschließenden Dreier vom Norman auf den Kai. Nochmal Grüße zum Clan Scharnhorst. Hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen rumgefahren, ein bisschen Gelaber über die Clan-Spiele. Oh, jetzt ist die Karre leider weg. Ich bin mal gespannt, wann sie wiederkommt. Aber ich denke mal, Supercell wird hier nicht alle 2 Wochen so ein Buch raushauen. Oder so ein Heldenbuch. Also müssen wir doch ein bisschen reinfahren. Müssen hier ein bisschen weitermachen an der Base. Ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche. Bis dahin, euer Toto. Flash.